Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute im Test für euch das Sargent 84 aus Frankreich von Le Tigre. Wir fangen an mit den kleinsten Böllern aus dem Set. Das sind die U2. Dann machen wir weiter mit den E4. Und danach noch die Böllerkette aus dem Set, die D3. So, dann starten wir mit den U2. Da machen wir erstmal ein paar. Dann noch ein. Und dann machen wir erstmal weiter mit den E4. Oh ja, die haben schon gewaltig Druck hinter. Davon machen wir noch zwei und dann kommen wir auch schon zur Böllerkette. Oh ja, die sind wirklich sehr gut. So, dann machen wir jetzt die D3 Böllerkette. Bis jetzt würde ich sagen, eine klare Empfehlung für das Set. Der Tigre ist ja insgesamt ein bisschen voll war. Also das Ganze hat mich 9 Euro gekostet und dafür ist da natürlich recht wenig drin im Vergleich zu deutschen Sets, aber trotzdem sind die Böller sehr, sehr laut, würde ich sagen. Also für Le Tigre ist es schon sehr gut. Jetzt die Kette. Hier ist der kleine Cut, leider haben wir die Kette nicht mit drauf bekommen. Das tut uns sehr leid. Fazit zur Kette ist jedenfalls, sie war sehr, sehr gut. Am Ende seht ihr auch nochmal 3 Knaller oder so von der Kette, das ist das Ende. Sie war sehr, sehr gut. Die Kette bestand im Prinzip aus den mittleren Knallern von dem Sargent 84. Ja, also wie gesagt, die Brennabfolge der Kette war auch sehr, sehr gut. Wer unser letztes Video gesehen hat, mit den Raritäten Knallkettenvergleich, da kann man so in etwa nehmen, die Bopip-Kette nur 3-mal so laut in etwa. Also ein bisschen sehr lauter als die Bopip-Kette. Waren aber auch größere Böller. Ansonsten möchte ich mich nochmal für den Wind entschuldigen bei dem Video. Da werden wir in Zukunft drauf achten, das kommt nicht wieder vor. Ja, also wir haben die Kette jetzt gerade auch noch gezündet, die war wirklich sehr, sehr gut und sehr laut. Dann haut rein, Like nicht vergessen, Abo da lassen, wenn ihr Abo da lasst, immer Glocke drücken für Videobenachrichtigung. Über konstruktive Verbesserungsvorschläge bei den Videos freuen wir uns auch immer natürlich. Und ansonsten haut rein, ciao Pyros.